So, weiter geht's. Vor allem weiter geht's, ne? Weiter geht's, ja klar. So, meine Unruhe muss ein bisschen besänftigt werden, damit ich wieder mehr Industrie bekomme. Hey, ich habe ein Spiel und das heute in den Rang geschickt. Mal gucken, was die so haben. Wo sind die denn? Sowjetunion da. Ein Spion, nice. Was haben wir so schon? 183 Infanteriedivisionen. Ja, so ungefähr viel haben sie wirklich. Damit bin ich ein bisschen. Ja, die haben 5 bei mir. Ist klar. Was erforschen sie denn? Verbesserte Maschinenwerkzeuge. Schwerer. Lol, die machen Marineforschung, naja. Oh, und Atomforschung, interessant. Das ist interessant. Aber steht da wirklich Deutsches Reich bei mir oder steht da nur Deutschland? Es steht da wirklich Deutsches Reich, das ist geil. So. Wie viele Divisionen habe ich denn eigentlich? Interessiert mich jetzt ein bisschen. Wenn die Russen etwa 100 haben, was habe ich denn Heeresvergleich? Oh cool, ich habe gerade 60 Infanterie. Geil. Ja, besser als nichts. Jetzt seid ihr vielleicht, Infanterie-Spammer. Ja, die Panzer kommen noch, Leute. Die Panzer kommen noch, und zwar sehr bald. Wenn die ganze Infanterie hier weg ist, dann kommen die Panzer. Dann wird es Zeit, Panzerverbände zu forschen. Für Blitzkriegangriffe. Erste Armee, die werde ich aber umbenennen. Ah, meine Transporter sind gleich fertig, sehr schön. Was mache ich eigentlich nach Hearts of Iron Doomsday? Das dauert auch nicht mehr so lange. Wenn es weiter so gut läuft gegen die Russen. Ja, keine Ahnung, was ich da mache. Vielleicht mache ich Blitzkrieg 2, ja, kann sein. Okay, in erster Linie halte ich mich an euch, aber bisher sagt ihr mir noch nichts. Außer ich einmal Pokémon gehört. Wo ist das? Naja, Pokémon, ich weiß nicht. Ob das mein Fall ist. Ich meine, ich habe es zwar selber früher gespielt. Muss dazu sagen, wer hat es denn nicht selber früher gespielt? Aber ich weiß nicht, Pokémon. Naja. Gibt ja mehr auf den Advance. Die haben nur 170 IK? Die haben nicht mal die volle. Boah, lol. Die Russen können nicht mal die volle Forschung nutzen. Die volle Forschung sind ja insgesamt 10 Tech-Teams, die man bei 180 IK bekommt. Die Russen haben irgendwie nur 170. Warum haben die nur 170 denn? Was sonst immer so viel? Fast das hatten die USA. 86 momentan, okay. Das ist ja noch recht wenig. 86. Damit kann man ja eigentlich noch leben. Ich hätte mir zu aufdringlich werden. Weil wenn der Amerikaner so schon 37 über 100 IK hat, vielleicht 150 oder so, dann kann es schon eng werden. Weil es liegt nicht an mir, ob die Amerikaner mit mir in den Krieg kommen oder nicht. Das liegt nicht an mir, das muss ich dazu sagen. Die Amerikaner gehen zum Beispiel gerne nach der Kriegserklärung von Japan, also wenn Japan, ja, wenn Japan den Amis den Krieg erklärt, das machen sie öfter, gehen die Amis immer gerne ins Bündnis der Briten und indirekt heißt das dann damit, die Amis haben mir den Krieg erklärt. Ist nicht immer schön. Einfache Rechenmaschine. Das ist doch interessant. Bessere Zielunterstützung. Das ist mal geil. Was kann man so alles dabei forschen? Entschlüsselungsgeräte und Verschlüsselungsgeräte. Beides interessant. Bei Verschlüsselung, da denkt sich die KI, ach, der hat nicht so viele, schicke ich mal ein paar Truppen weg. Ist auch ganz interessant. Und Entschlüsselung, ja, dann weiß man ungefähr selber, was der Gegner so hat. Obwohl es dann immer eine einfache Lösung dabei gibt. Entweder, ja, schickt man mal kurz einen Bomber, bombardier mal, dann sieht man alles. Oder eine Division einfach mal angreifen lassen und dann sieht man auch, was die alles haben. Also Entschlüsselung wirklich nur für Großflächenangriffe geeignet, würde ich mal sagen. So als Halbgutspieler bei solchen Spielen. Ja, ich bin nicht der absolute Profi, also es gibt viel bessere Spieler als ich. Auch wenn er es jetzt vielleicht nicht so denkt. Aber es ist so.
Ah, meine Transporter sind fertig. Nice, nice, nice. Das ist doch mal gut. Dauert noch was, bis die fertig sind. Dann lass ich mal meinen Transporter daddeln. Zack, in Rostock. So, die zweite Flotte Deutschlands. Ja, ganz bestimmt zweite Flotte. Keine Spione. Ich habe nur gerade gesehen, die Russen haben noch 5. Also suchen wir fleißig weiter. Admiral Lütjens. Den kenne ich. Tucker mal schön weiter, mein Freund. So, rein da. Ich komme schon drauf, wenn ich Österreich. Warte mal, das ist wahrscheinlich viel zu laut. Obwohl, ich hab's eigentlich nicht. Nö. Das ist wirklich so. Hä, lol? Hä? Das ist interessant. Nur weil ich jetzt nicht. Lol, nur weil ich jetzt im Menü kurz gegangen bin, hat er den Ton wirklich so eingestellt, wie er war, und vorher war er wieder auf 99 oder wie. Das ist immer wieder lustig. Na, naja. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ich Österreich habe, denn deren ganzen Armeen gehören dann mir. Das bedeutet indirekt viel mehr Soldaten, die ich auch gegen die Polen werfen kann. Ach, die versuchen wir einen Spion. Ach, guck mal, die setzen die Spion die ganze Zeit auf mich drauf, diese Säcke. Ach, Nachschubvorrat erschöpft. Ja, das gibt's jetzt auch, wenn der Nachschubvorrat der Transporter hier auf weg ist. Dann machen die es manchmal nicht einfach so, wie ich will. Du sollst die Einheiten abtransportieren. Das geht auch so, mein Freund. Du quartierst die da ein, so wie ich das will. So, jetzt sollte die Forschung schneller gehen. Und die Zielunterstützung wird mal erweitert. Ein Spion nach Guangxi. Was soll ich denn damit anfangen? Verarscht mich nicht, Leute. Ich mag es nicht, wenn ihr mich verarscht. Oh mein Gott, es geht voran. Die Chinesen rücken an. Oh mein Gott. So, gleich müsste es rund gehen. Wo ist es schon rund gegangen? Sieht nicht so aus. Nö, nö. Japan wird hoffentlich gleich den Chinesen in den Arsch treten. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Oder wohl, wenn nicht, dann habe ich nicht unbedingt ein Problem. Wenn nicht, könnte das vielleicht sogar gut sein. Mal gucken. Schweiz hatte Waldzeiten. Kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Deutsches Afrika-Korps. Ja, ich will mal hoffen, dass das Event funktioniert. Weil es schon ein bisschen länger her, seit ich das gemacht habe. Und es hat bisher bei meinem Probespiel nicht so ganz funktioniert. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie kam es nicht. Keine Ahnung. Ich will mal hoffen, dass es jetzt auch kommt. Und dass ich dann, ja, euch auch zeigen kann, wie so ein Krieg in Afrika verlaufen kann. So, mein Freund, Transporter. Dann transportieren wir noch direkt noch mehr nach Polen. Oh nein, nicht Wilhelm Keitel. Nicht Keitel. Jeder andere, aber nicht Keitel. Du. So. Warum ich Keitel nicht mag? Guckt in Wikipedia nach. Wilhelm Keitel. Bester Freund von Adolf Hitler. So ungefähr kann man ihn bezeichnen. Er war es ja auch, der Hitler als größten Feldherrn aller Zeiten bezeichnet hat. Ja, aber selber nur im Büro rumhocken und Unterschriften verteilen. Richtig, Keitel. Keine Ahnung von Krieg haben, aber Hitler als größten Feldherrn bezeichnen.
Kein weiterer Kommentar dazu. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Industrie. Was war das denn jetzt, Leute? Na egal. Vielleicht soll ich die doch lieber an der Westfront aufstellen lassen, die Truppen. Was wollen die Jugoslawen denn von mir? Wie geht es, mein Freund? Das ist mir viel zu wenig zu handeln. Viel zu schade, um zu handeln. Eigentlich müsste ja bald der Anti-Comedian-Pack kommen. Aber irgendwie will der auch nicht triggern. Ich weiß nicht, aber. Kam der 38? Da kam 37, weiß ich doch. Das war das auch einzige Event der Deutschen, was 37 kam. Das weiß ich doch. Ich bin nicht dumm. Schade, die Belgier hatten mal einen ganz lustigen Minister mit ganz komischen Namen. Aber der ist gerade hier im Kabinett. Naja, egal. Ah, cool, ein Spion der Russen weniger. Wilhelmina. Könnte direkt aus Deutschland kommen eigentlich, Wilhelm? So Wilhelm der Erste, Wilhelm der Zweite. Oh, schon drin. Guck mal, Autokraten. Und das nennt sich Tschechien. Jan Syrov, oder wie man das immer aussprechen sollte. Naja, ich werde die sowieso nicht mal im Bündnis reinlassen. Ich werde die weghauen. Und das mit den Events. Das sind aber nicht selbstgeschriebene, die sind schon vom Spiel so vorgegeben worden. So wie auch das, ja, Österreich Heim ins Reich holen Event. Das ist auch so vorgegeben. Vom Spiel. Also ist auch nicht von mir entstanden. Was von mir entstanden wird, das kommt erst, ja, das dauert wieder, bis was kommt von mir. Kommt erst nach der Eroberung der Tschechen, also Eroberung des Sudetenlandes. Erst danach kommt das. Kommt was ganz Interessantes, was einem Spieler recht gut helfen wird. Ah, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht registriert. Der Anti-Comedian-Pakt. Oh, habe ich gerade noch genug Zeit dafür. Der destabilisierte Einfluss der Kommunisten beruhte. Ne, bedeutete, Mann. Eine konstante Bedrohung für viele der Führungspersönlichkeiten seiner Welt. 1937 bemühte sich Deutschland um eine Vereinbarung mit Italien und Japan über einen Zeitraum von 5 Jahren Informationen auszutauschen, die sich gegenseitig vor dem Einfluss des Kommunismus zu schützen. Ja, wusste ich nichts von. Wir machen einfach mal Vereinbarungen mit Italien und Japan, um die Beziehungen der einzelnen Staaten zu verbessern. Und es bringt mich sogar ein nach. Lol, die Japaner sagen erstmal, ein Pakt ist nicht erforderlich. Na gut, mein Freund Japan. Der Italiener hat unterschrieben, du nicht. Ein Grund mehr, warum ich Japan nicht in mein Bündnis holen will. Egal, für mich war es Vorteil, dass ich ein nach Interventionismus gegangen bin und ein nach geschlossener Gesellschaft. Ja, das Schöne an geschlossenen Gesellschaft ist eigentlich, dass die Forschungskosten, die Militärausgaben gering bleiben. Und Interventionismus, ja, dass die Unruhe für Kriegserklärung nicht so hoch kommt. Und auch, dass die Konsumgüterbedarf, dass der immer weiter gering wird. Was Interventionismus bedeutet, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie aggressive Gesellschaft oder irgendwas in der Art. So, wir machen jetzt den letzten Cut für heute und dann den letzten Teil.